Ja, im Grunde hat es schon am Donnerstag angefangen mit der Nominierung für den Kader. Dann natürlich beim Warmmachen und als dann ja, mein Name gerufen wurde und dann ja, so ziemlich das ganze Stadion aufgestanden war, da hat es dann angefangen mit der Gänsehaut natürlich. Da war, ja, würde ich lügen, wenn ich nicht komplett aufgeregt wäre oder wenn ich sage, ich war nicht komplett aufgeregt. Es war einfach ein unbeschreiblicher Empfang von den Fans vom ganzen Stadion. Gänsehaut pur. Ja, gut. Erstmal hoffe ich, dass ich noch ein bisschen besser zurückkommen werde in den nächsten Wochen und Monaten, als in dem Kurzeinsatz jetzt. Aber ansonsten richtig gezweifelt, dass es nie wieder wird, habe ich nie. Aber gerade angesprochen mit den Rückschlägen gab es natürlich auch Situationen, wo ich richtig, richtig frustriert war und wo ich dann auch durchaus mal, ja, den Kopf in den Sand gesteckt habe und gesagt habe, das gibt's doch jetzt nicht. Und wo mir dann andere mir auch immer durch Zuspruch und durch neue Motivation dann mich wieder da rausgeholt haben aus den kleinen Tiefs, die es durchaus gab, ja. Aber hundertprozentig gezweifelt oder gezweifelt, dass es nicht wieder hundertprozentig wird, habe ich nicht. Wie wichtig war denn Florian Kohfeldt in der Zeit, als du ausgefallen bist? Hat er oft nachgefragt oder ist er jemand, der dich dann in Ruhe gelassen hat, damit du keinen Druck hast? Wie war das Verhältnis denn in dem Ja, Moment? ich glaube, er hat ganz gut den Mix gefunden. Er hat auch mal gesagt, komm, ich frage dich heute mal nicht, wie es dir geht, weil er einfach, glaube ich, gemerkt hat, dass ich ja dann vielleicht mal ein paar Tage Abstand und Ruhe brauche, weil ja die Frage ständig kam und dann, gerade wenn es dann mal einen Rückschlag gab, hat man da nicht immer Bock drüber zu quatschen. Aber dann in anderen Phasen hat er halt auch mir den Zuspruch gegeben und immer gesagt, dass er weiter an mich glaubt und das werde ich auch weiter brauchen und das tut natürlich dann auch gut. Und da weiß man einfach den Rücken gestärkt. Ja, ich denke, ich, wie schon angesprochen, heizt den Konkurrenzkampf noch ein bisschen weiter an. Und das kann nur gut sein für die ganze Qualität, glaube ich, in der Mannschaft. Da heißt es halt auch in den nächsten Wochen für mich und auch für andere, sich für den Kader und für die erste Elf qualifizieren zu wollen. Und ich glaube, das macht uns dann hoffentlich noch ein Stück weit besser.